Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es rund ums Thema Back to School und mein iPad. Wir richten mein neues iPad zusammen ein und ich erzähle euch so ein bisschen was über die Organisation und meine Tipps und so. Also in diesem Video geht es ganz viel um mein iPad und ihr bekommt die besten Tipps, um gut ins neue Schuljahr zu starten, beziehungsweise ins Uni-Jahr. Mein nächstes Semester beginnt erst am 1. Oktober. Jetzt geht es auf jeden Fall los mit dem Video. Ich habe von Apple ein neues iPad bekommen, passend zum Uni-Start. So sieht es aus. Ich finde es so krass schön. Das ist das iPad Air 13 in der Farbe Polarstern. Ich liebe diese Farbe. Ich finde, die Farbe hat am besten zu mir gepasst und so zu meiner Ästhetik. Und dazu habe ich einmal den Apple Pencil Pro und als Equipment für die Uni habe ich dann auch noch das Magic Keyboard bekommen. Ich freue mich so krass darüber. Es ist einfach so cool. Vor allem, wenn ihr keinen Laptop habt, dann ist das einfach der perfekte Ersatz dafür. Mit so einem Magneten wird euer iPad da ganz leicht fixiert. Und schon könnt ihr alles hier über das Touchpad und die Tastatur steuern. Zum Beispiel dann mein PIN so eingeben. Und danach kann ich hier dann alles steuern. Vor allem, wenn ihr euch zwischen MacBook und iPad für die Uni entscheiden müsst, dann ist das auf jeden Fall eine super Alternative, auch wenn ihr viel schreiben müsst und euch aber keinen MacBook kaufen möchtet. Ich habe das Magic Keyboard aber jetzt mal kurz abgemacht, weil wir werden jetzt mein iPad zusammen einrichten. Mein iPad sieht bis jetzt so aus und ich habe noch fast gar nichts gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze ästhetisch einrichtet und vor allem perfekt für die Schule dann natürlich organisiert. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Ich habe mir nur so ein paar Apps runtergeladen, die ich jetzt einfach schnell gebraucht habe. Das Wichtigste ist aber immer Hintergrundbild. Ich finde, das Hintergrundbild macht so viel aus und ihr könnt schon sehen, welches ich habe. Da steht drauf, you got this. Und ich finde es so schön. Ich habe das auf Pinterest gefunden. Auf Pinterest findet ihr wirklich die schönsten Hintergründe fürs iPad. Ihr könnt einfach die verschiedensten Sachen in der Suchleiste eingeben, dann findet ihr die iPad Wallpaper Aesthetic oder iPad Wallpaper Pink, iPad Wallpaper Blue, irgendwelche Farben, die ihr sonst euch so wünscht. Ihr sucht euch das aus, was euch am besten gefällt, speichert es in eure Galerie ab und könnt es dann als Hintergrundbild einstellen. So habe ich das gemacht und deswegen habe ich jetzt dieses Hintergrundbild. Das Wichtigste danach sind Widgets. Ich liebe Widgets und dazu haltet ihr einmal den Bildschirm lange gedrückt und geht dann auf das Plus. Und hier könnt ihr die verschiedensten Widgets auswählen. Ich liebe immer den mit den Batterien, deswegen füge ich den auf jeden Fall gleich mal hinzu, dann alles noch so ein bisschen organisieren. Dann lösche ich erstmal die ganzen Apps von meinem Home-Bildschirm, die ich nicht brauche. Da bleibt er auch lange gedrückt einfach und entfernt die Apps, aber löscht sie nicht, sondern entfernt sie nur vom Home-Bildschirm. Dann könnt ihr sie natürlich trotzdem noch benutzen. Sie werden euch nur nicht da am Home-Bildschirm angezeigt. Und alle, die irgendwie unnötig sind und die ich nicht so für die Schule und sowas brauche, die lösche ich deswegen da einfach erstmal runter. Und jetzt laden wir erstmal die wichtigsten Apps runter. Dazu gehe ich einmal in meinen App-Store. Das erste, was ich brauche, ist auf jeden Fall Notion. Notion ist die beste App so zum Organisieren. Ich habe sie auch auf meinem MacBook. Dann brauchen wir natürlich auch noch eine für To-Dos. Ich liebe da einmal Do und Structured. Es gibt aber wirklich extrem viele. Dann brauche ich auch noch Microsoft Office. Dann brauche ich auch generell hier noch so ein paar Apps für die Uni, wie zum Beispiel Word oder Microsoft Outlook. Dann brauche ich auf jeden Fall noch Google Drive, um meine Dateien so zu teilen mit so Professoren oder anderen Mitstudentinnen. Und jetzt lasse ich die erstmal alle runterladen. Das Wichtigste für die Schulzeit ist, glaube ich, Organisation. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall einen Kalender. Ich benutze da immer die App von Apple einfach, und zwar Kalender. Jetzt brauche ich noch ein paar Lern-Apps, und zwar einmal natürlich Duolingo, weil ich gerade eine neue Sprache lerne. Dann Quizlet, No Unity und Study Smarter. Die Apps werde ich auf jeden Fall brauchen. Es gibt eine extra App für Widgets noch, und zwar Color Widgets und Widget Smith. Aber ich nehme jetzt nur mal Color Widgets, weil die mag ich lieber. Jetzt habe ich hier schon echt viele Apps drauf. Jetzt muss ich das nur noch so ein bisschen organisieren. Pinterest kommt mal hier mit unten in diese Leiste. Music kommt weg, weil das brauche ich nicht. Nachrichten brauche ich auch nicht. Und hier sortiere ich das immer ganz gerne so der Farbe nach. Jetzt mache ich weiter mit meinen Widgets. Und zwar kann man hier einmal ganz viele Widgets auswählen. Das personalisiert hier jetzt einmal meine Widgets. Und dann kann ich mir welche aussuchen und auf mein iPad tun. Und jetzt schauen wir mal. Ich möchte auf jeden Fall einmal hier so die Uhrzeit. Es gibt viele, die sind kostenlos, manche auch nicht. Aber ich habe jetzt nur die kostenlose Version und hier könnt ihr euch das dann einmal so komplett einstellen, wie ihr das haben möchtet. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden immer. Dann auf jeden Fall so ein bisschen rosa mit drin, weil ihr wisst so, ich liebe rosa. Diese Schrift mag ich echt gern. Es gibt aber so viele. Ich kann mich halt da wirklich nie entscheiden. Aber wir nehmen jetzt einfach mal die, damit ich nicht allzu lange dafür brauche. Und ich weiß nicht, ob so ein bisschen dunkler oder heller. Man kann theoretisch auch noch ein Foto hinzufügen, aber ich mag diesen Hintergrund jetzt sehr gerne. Und jetzt Widget festlegen. Und jetzt müsst ihr einmal das neue Widget hinzufügen, indem ihr hier die App sucht. Und zwar einmal Color Widgets und dann fügt ihr das hinzu und dann
habe ich hier auch schon das neue Widget. Ich werde jetzt die hier am Rand auch noch ändern. Und zwar lösche ich erstmal die hier alle raus, weil die finde ich nicht so schön. Die zwei lasse ich auf jeden Fall mal da. Das kommt einmal raus und die Bildschirmzeit brauche ich jetzt auch hier nicht unbedingt. Ich will aber auf jeden Fall das Color Widget wieder hier haben. So. Und was ich auch immer ganz cool finde, ist das von Structured. Da sehe ich dann gleich so ein bisschen meinen Tagesplan, wenn ich den geplant habe. So sieht das jetzt aus. Hier habe ich jetzt auch alles mal ein bisschen entfernt, was ich nicht brauche. Ich habe jetzt mal so alles aussortiert, was ich nicht brauche, damit ich nicht so den Überblick verliere und mich gut aufs Lernen und so konzentrieren kann. Ich werde jetzt so ein paar Ordner erstellen. Und zwar einmal hier den Unterhaltungsordner. Da kommen eben so Netflix und Disney Plus rein. Dann mache ich einmal einen mit Planung und zwar mit Structured und Notion und Do. Und Kalender kommt da auch rein. Danach werde ich noch einen Ordner machen zum Lernen mit den ganzen Lern-Apps. Color Widgets kommt erstmal noch weg. Auch für die Uni. Brauche ich für die Uni. Gmail tue ich auch mal zur Uni. So, Einstellungen kommen jetzt hier hin. Dann sieht es nämlich ein bisschen schöner aus, finde ich. Und jetzt habe ich das noch so ein bisschen farblich hier geordnet. Das sind einmal die Ordner, die ich habe. Ich werde es jetzt noch umbenennen. Einmal habe ich hier Planung jetzt. Unterhaltung kann jetzt erstmal so bleiben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Und dann habe ich hier einmal noch den Uni-Ordner. Wird hier auch noch ein bisschen farblich geordnet natürlich. Alles für die Ästhetik. So sieht jetzt mal mein Home-Bildschirm aus. Ich will einfach da nicht so viel drauf haben. Es muss einfach nur übersichtlich sein. Wir kommen jetzt nochmal zum Thema Planung. Ich plane am liebsten über die Kalender-App und ich trage da einfach alle meine Termine ein, die ich so habe. Ich habe mir hier so verschiedene Farben erstellt. Und zwar einmal Arbeit, Uni, Urlaub, Prüfung, Social Media oder Privat. Und demnach habe ich dann so einen farblichen Überblick. Ihr könnt hier einmal meinen Terminkalender sehen. Ich habe schon so ein bisschen was eingetragen. Und so den morgigen Tag habe ich zum Beispiel auch schon so ein bisschen genauer geplant. So sieht das dann aus. Ich werde noch ein paar Sachen eintragen. Die Farben passen jetzt nicht so zu den Namen, denen ich es gegeben habe. Ich will einfach nur, dass es so verschiedene Farben sind. Dann sieht es nämlich schöner aus. Und es wird mir hier in dem Widget auch gleich immer angezeigt, was ich jetzt genau morgen machen möchte. Sonst benutze ich auch echt gerne Structured, wenn ich meinen Plan ein bisschen mehr planen möchte. Da kann man seinen ganzen Tag wirklich durchplanen. Ich muss morgen meinen Reisepass abholen, deswegen schreibe ich das jetzt hier einfach mal rein. Dann wird da auch so ein passender Emoji gleich ausgewählt. Man kann aber zwischen ganz vielen entscheiden. Dann kann ich hier einmal auf Weiter. Dann kann ich einschätzen, wie lange das ungefähr dauern wird und wann ich das mache. Ich möchte das morgens machen. Ich denke mal, es wird so 30 Minuten dauern. Dann wähle ich dann Farbe noch dazu aus und dann erstelle ich die Aufgabe und dann plantest du meinen ganzen Tag einmal durch. Ich könnte hier jetzt auch noch ein großes Widget dazu fügen von Structured. Das finde ich auch immer ganz schön. Und man kann diese Dinge dann hier gleich abhaken. Ich füge jetzt hier nochmal ein bisschen mehr hinzu. Die App, die ihr auf jeden Fall für die Uni braucht, ist auf jeden Fall GoodNotes. Ich liebe GoodNotes. Ich benutze das schon seit 5 Jahren oder so. Ich habe hier einmal den ganzen Ordner für Uni erstellt. Einmal fürs erste Semester und einmal fürs zweite Semester. Und wir erstellen jetzt einen fürs dritte Semester. Und man kann jetzt hier sogar die Farbe ändern. Ich finde rosa natürlich am schönsten. Ich muss bei den anderen Ordnern auch noch die Farbe dann ändern. Auf jeden Fall werde ich dann für jedes Fach, das ich in diesem Semester habe, einen neuen Ordner erstellen. Zum Beispiel Schulpraktikum. Dann nehme ich jetzt mal die Farbe lila und dann kann man auch so ein Icon zum Beispiel erstellen. Finde ich echt süß. Und dann kommt noch ein Ordner auf jeden Fall für Deutsch. Den kann ich zum Beispiel dann grün machen und dann auch wieder ein neues Icon wählen, was echt süß aussieht. Welcome back. Der Akku von meiner Kamera hat komplett aufgegeben, deswegen seht ihr mich jetzt an einem anderen Tag und ich filme dieses Video jetzt weiter. Ich war in diesem Moment so sauer, als mein Akku ausgegangen ist, weil ich so motiviert war und jetzt musste ich einfach warten mit dem iPad einrichten. Aber jetzt machen wir weiter und wir richten das iPad fürs neue Semester fertig ein. So sieht es immer noch aus. Ich habe eine Sache von ChatGPT gelernt. Ich habe ihn nämlich so gefragt, wie man sein iPad cool einrichten kann und er hat mir vorgeschlagen, mehrere Fokusse zu machen, damit mein iPad dann so aussieht. Ja, das ist echt cool und deswegen müssen wir das auf jeden Fall sofort nachmachen. Damit das funktioniert, müsst ihr erstmal eine neue Seite erstellen und so für die Schule zum Beispiel einrichten oder beziehungsweise für Unterhaltung eine Seite. Ich mache jetzt hier für Schule die erste Seite beziehungsweise für Uni und für Unterhaltung mache ich dann diese andere Seite hier. Und da packe ich dann die ganzen Apps wie zum Beispiel Spiele hin. Genauso wie aber Disney Plus und Netflix. Das gehört ja eben alles zur Unterhaltung dazu. Damit es ein bisschen schöner aussieht, löse ich diesen Ordner jetzt wieder hier auf.
Da werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Apps dazukommen. Ich packe jetzt ein paar Widgets noch rein. Und zwar einmal meine Bildschirmzeit, damit ich immer alle Achtung habe, wenn ich zu viel habe, zum Beispiel wie heute. Diese Seite werde ich dann noch ein bisschen schöner gestalten, weil ich eben auch noch mehr Apps brauche. Jetzt müsst ihr erstmal in die Einstellungen gehen und dann müsst ihr einmal den Fokus suchen. Hier seht ihr schon die ganzen, die ich erstellt habe. Brauche ich einen neuen und zwar gehe ich hier einmal auf Plus. Ich richte jetzt einen neuen Fokus ein und das ist sozusagen der Unterhaltungsfokus. Ich nenne ihn jetzt mal Freizeit. Und dann könnt ihr eine Farbe auswählen, aber ich glaube, ich nehme dieses Blau. Und ihr könnt noch ein passendes Icon dazu wählen. Ich glaube, da nehme ich jetzt einfach mal dieses Herz. Und jetzt habe ich meinen Fokus Freizeit erstellt. Kann man den ganzen noch anpassen. Und zwar kann man hier zum Beispiel einen Sperrbildschirm für den auswählen. Da muss ich aber erst noch einen neuen erstellen. Deswegen gehen wir jetzt einmal raus. Jetzt müsst ihr euer iPad einmal ausmachen und länger gedrückt halten, damit ihr eben einen neuen Bildschirm für euren neuen Fokus erstellen könnt. Und zwar einmal auf Plus. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel einmal den hier aus, weil ich den ganz süß finde. Und jetzt könnt ihr natürlich noch eure Uhrzeit anpassen. Ich liebe immer diese Uhrzeit. Und ja. Die Farbe ist auch immer ganz wichtig. Ich mag da aber auch voll gerne schwarz. Oder lieber weiß. Ah, ich weiß nicht, weiß oder schwarz? Mach ich weiß oder schwarz? Weiß oder schwarz? Ich glaube, ich mache weiß. Dann füge ich natürlich auch noch ein paar Widgets hinzu. Zum Beispiel einmal Kalender. Batterien finde ich immer ganz wichtig. Und dann einmal noch Pinterest. Ich habe jetzt mein neues Hintergrundbild sozusagen erstellt. Und jetzt kann man hier einmal auf Fokus drücken und einen Fokus verknüpfen. Ich verknüpfe das Ganze jetzt mit meinem Fokus Freizeit. Und jetzt kommt dieser Homebildschirm halt immer, wenn ich den Fokus Freizeit aktiviert habe. Und das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, um von Produktivität zum Beispiel auf Freizeit umzuswitchen. Damit man noch besser zwischen den ganzen switchen kann, geht jetzt einmal die Kurzbefehle-App und da müsst ihr einen neuen Kurzbefehl erstellen. Und zwar gebt ihr hier oben einmal Fokus ein und einmal auf Fokus festlegen. Statt nicht stören wählen wir jetzt unseren Fokus aus, den wir gerade erstellt haben, zum Beispiel einmal Freizeit. Und statt aus wählen wir jetzt einmal ein Festlegen bis ausgeschaltet. Also ist eigentlich eh nur ein Klick. Wenn wir hier statt Fokus festlegen einmal auf Umbenennen gehen, dann können wir den ganzen auch noch benennen. Ich nenne den jetzt einfach wieder Freizeit. Und wenn ich hier wieder auf den Pfeil gehe, dann könnt ihr einmal noch ein anderes Symbol dafür auswählen. Und ja, ich finde das immer ganz schön, wenn man hier dann einfach so eine Farbe wählt. Ich wähle jetzt einfach wieder die gleiche Farbe, die ich vorher genommen habe und schaue, welches Symbol dazu passt. Ich nehme dieses Gaming-Symbol jetzt einfach mal wegen den Spielen. Und jetzt haben wir den Fokus da erstellt. Das Ganze müssen wir jetzt aber machen mit allen, die wir erstellt haben, mit allen Fokussen. Also ich gebe jetzt wieder Fokus ein und statt nicht stören wähle ich dann zum Beispiel Study und dann wieder ein Festlegen ist ausgeschaltet. Dann benenne ich den wieder um in Study und wähle natürlich auch wieder ein anderes Symbol aus, und zwar zum Beispiel hier diese Kopfhörer jetzt und habe den wieder festgelegt. Bei dem Fokus Freizeit habe ich ja schon den richtigen Sperrbildschirm ausgewählt und jetzt machen wir das mit dem Homebildschirm auch noch. Und zwar möchte ich ja nur den mit den Spielen dann auch wirklich dort haben. Deswegen wähle ich auch nur den aus und mache fertig. Bei meinem Study-Modus wähle ich einmal diesen Sperrbildschirm hier aus und beim Homebildschirm natürlich den mit den ganzen Schul-Apps. Und jetzt füge ich noch das Widget von Kurzbefehle hinzu und zwar einmal dieses mit den zwei verschiedenen. Da kann ich einfach zwischen Study und Freizeit dann switchen, was super praktisch für die Schule ist. Ich füge das einmal hier hinzu. Ich muss es wirklich noch ein bisschen schöner machen. Ich bin gerade im Fokus Freizeit und wenn ich jetzt einmal auf Study drücke, dann wechselt es einfach zu meinem Bildschirm von Study und ich finde das so cool. Ich glaube, das hilft wirklich sehr viel beim Produktivsein. Ich werde jetzt mein iPad noch fertig einrichten und gebe euch dann nochmal eine ganze iPad-Tour mit all meinen Apps. Ich habe mein iPad jetzt einmal komplett fertig eingerichtet und ihr bekommt natürlich jetzt eine komplette iPad-Tour. Hier seht ihr einmal meinen Startbildschirm. So sieht der jetzt mal aus. Ich finde das mit diesem Schwarz richtig cool und am Rand ist so ein Bild von Pinterest. Wenn wir dann einmal reingehen, dann sieht es so aus. Ich bin jetzt einmal in meinem Study-Fokus und da sieht mein Home-Bildschirm so aus. Also ich habe einmal so Datum und Batterien, Kalender und so, damit ich einen Überblick habe über alles, was ich so geplant habe. Dann habe ich auch noch das Widget von der App Structured. Wenn ich mal meinen ganzen Tag planen möchte, dann mache ich das in der App und dann wird mir das hier mit diesem Widget angezeigt und ich kann es ganz einfach abhaken. Dann habe ich natürlich die ganzen Kurzbefehle noch, damit ich immer zu den verschiedenen Fokussen switchen kann. Uhr, Einstellungen, standardmäßig. Dann habe ich ganz wichtig natürlich GoodNotes für die Uni
Da habe ich mir schon einen extra Ordner erstellt, zum Beispiel für mein drittes Semester. Wenn ich dann weiß, welche Fächer ich alle habe, dann werde ich da noch mehr Ordner erstellen. Wollte zu GoodNotes auch noch ein eigenes Video haben, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich einmal den Ordner mit Planung, da ist drin Structured, Notion, Do und mein Kalender. Das sind eben die ganzen Apps, mit denen ich meinen Tag, meine Woche, mein Jahr und so plane. Dann habe ich noch einmal einen ganzen Ordner mit Uni-Stuff einfach. Da sind so Lern-Apps drin, wie Study Smarter, Quizlet, No Unity. Dann brauche ich für die Uni Word, Drive, Gmail, Duolingo habe ich da jetzt auch mit reingepackt und Outlook. Und das ist alles, was ich jetzt erstmal für die Uni brauche. Deswegen gehen wir weiter zu meinem Freizeitbildschirm. Der ist noch echt langweilig, weil ich das noch nicht so krass eingerichtet habe. Aber da habe ich auf jeden Fall ein Widget von Duolingo, falls ich dann wieder lernen möchte. Weil es ist nicht so ganz Uni, aber es ist auch nicht so ganz Freizeit, aber eher Freizeit eigentlich. Dann habe ich bis jetzt 2 Spiele auf meinem iPad, weil ich brauche eigentlich nicht so viele Spiele. Dann bei Filme habe ich Netflix, Disney Plus und Amazon Prime drinnen. Und der letzte richtige Fokus ist dann Social Media und das sieht so aus bei mir. Ich habe für Social Media super viel zu planen, deswegen habe ich natürlich auch meinen Kalender dort drin und alles, was mit YouTube zu tun hat, aber auch TikTok und Instagram. Zum Schneiden von meinen Videos habe ich iMovie. Ich muss dann auch noch CapCut runterladen. Normalerweise schneide ich immer auf meinem MacBook, aber ich will jetzt vielleicht auch manchmal auf dem iPad schneiden, damit ich meinen MacBook nicht überall hin mitnehmen muss. Da habe ich auch nur noch ein Widget reingepackt mit dem Akku von allem so und ein YouTube-Widget. Und dann habe ich noch ein Widget von meiner Foto-App. Ich habe einfach ein Album erstellt mit den schönsten Sprüchen so von Pinterest, die mich immer so ein bisschen motivieren. Habe es da reingepackt und dann kann man das hier bearbeiten und kann ein Album auswählen. Und ich habe das jetzt Motivation genannt und habe das eben eingestellt und dann kommen da immer die ganzen Bilder, die ich da drin gespeichert habe. Ja, und das war es auch schon mit meinem iPad, mit meiner iPad-Tour und dem ganzen Einrichten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr euer iPad jetzt auch neu einrichten wollt, schickt mir gerne Bilder davon. Ich schaue mir das super gerne an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!